So, herzlich willkommen. Im heutigen Video möchte ich mal auf verschiedene Geschosse und Patronen eingehen. Das sind definitiv Begriffe, die sicherlich jeder schon von euch gehört hat. Aber es ist dann doch, wenn man sich damit etwas beschäftigt, immer wieder wohl stark leicht verwirrend. Und jeder glaubt eigentlich zu wissen, was es bedeutet und redet doch von anderen Sachen. Ja, ich habe euch mal eine kleine Auswahl jetzt dafür ausgepackt. Und versucht da jetzt ein bisschen anhand dessen zu erklären, was wie zuzuordnen ist. Anfangen möchte ich erst einmal mit dem ganz Kleinen. Da habe ich hier zwei Diabolos liegen. Einmal ein Spitzkopf-Diabolo und ein Flachkopf-Diabolo. Diese Diabolos werden gerne als bezeichnet als Munition fürs Luftgewehr, was eigentlich falsch ist, denn waffenrechtlich sind das einfach nur Geschosse. Ist dadurch vor allem wichtig, dass sie eben keiner besonderen Aufbewahrungsvorschrift unterliegen. Sind frei verkäuflich eben fürs Luftgewehr gedacht und Luftgewehre bis 7,5 Joule sind ja ebenfalls frei verkäuflich. Dann haben wir hier zwischen eine kleine Rarität, die habe ich jetzt auch mal mit reingenommen. Das hier ist ein sogenanntes 4 mm lang. Wird gerne auch bezeichnet als sogenannter Zimmerstupfen oder als, Gewehre nennt man auch gerne Flobbertgewehr. Habe ich selber vor einigen Jahren erworben. Die waren früher mal frei verkäuflich. Sind im Endeffekt, das ist vom Prinzip her nichts anderes als ein ganz normales Zündhütchen eingebracht mit einem runden Kugelgeschoss. Und die Waffe an sich hat nicht mehr als 7,5 Joule, ist aber eben erlaubnispflichtig, sprich muss auf eine WBK eingetragen sein. Ich selber habe da einen Unterhebelrepetierer, ist an und für sich das der falsche Begriff, weil ist ein Einzellader. Macht aber auch ab und zu mal Spaß, Problem ist nur, die Munition ist mittlerweile äußerst teuer geworden. Für 100 Schuss bezahlt ihr so um die 20 bis 25 Euro. Ja, dann haben wir hier eine weitere freie Patronensorte. Das ist eine 9 mm R. R steht in dem Fall für Rand. Die ist eine 9 mm Schreckschuss-Kartusche. Also keine klassische Patrone. Soll bedeuten, die macht halt Knall und Lichtblitz und minimal ein wenig Rauch und damit ist dann auch schon alles abgefrühstückt. Frei verkäuflich, genauso wie die Munitionssorte daneben. Das ist eine 9 mm PA Knall. Für die Pistole quasi. Also die Rand wird in 99% der Fälle immer für Revolver verwendet und die PAK eben für Pistolen. Wird deswegen auch gerne Pistolenautomatik Knall genannt. Frei verkäuflich, aufbewahrungstechnisch, steht im Waffengesetz, muss halt verschlossen sein, sodass halt eine unberechtigte Person nicht rankommt. Frei ab 18, relativ lustlos. Dann haben wir hier eine 22er. Auch hier ein recht bekanntes und wahrscheinlich das weltweit am meisten verwendete Kaliber, eine 22 LFB. Steht für lang für Büchse, andere Bezeichnung 22 LR. Long Rifle, also quasi der englische Begriff. Beides wäre richtig. Das ist eine erlaubnispflichtige Patrone wiederum mit irgendwas um die 200 Joule circa, je nach Hersteller. Und die muss ich zum Beispiel für die Aufbewahrung bereits mindestens in einem Blechbehältnis mit Schwenkriegelschloss haben. Und es ist eben eine Patrone, sprich ich habe hier unten, weil es eine Randfeuerpatrone ist, also sprich ich habe hier im Rand meinen Zünder, nicht zentral. Ja, mal so zum Zeigen, Zentralfeuer, da ist quasi, da schlägt der Schlagbolzen auf und zündet dann die Ladung. Und hier ist es eben am Rand, also mal als Beispiel wäre das dann hier äußerlich. Ja, deswegen eine Randfeuerpatrone, genauso wie die 4 mm lang, ist ebenfalls eine Randfeuerpatrone ganz nebenbei. Rand hat so erstmal nichts mit einer anderen Patrone zu tun, die ich euch dann ebenfalls noch zeigen werde. Ist dadurch interessant, dass sie halt mega günstig ist und trotzdem viel, viel Spaß macht. Ja, dann haben wir hier drei Patronen, die gerne insgesamt immer als Schrotpatrone bezeichnet werden. Die korrekte Bezeichnung ist Flintenmunition. Das
Heißt, eine Schrotpatrone ist quasi immer eine Flintenpatrone, aber eine Flintenpatrone muss nicht automatisch eine Schrotpatrone sein. Hintergrund ist, wir haben jetzt hier drei verschiedene. So eine ist jetzt eine Topshot mit 2,4 mm Körnung, 24 Gramm. Ja, das ist eine klassische Schrotpatrone. Hier hätten wir einen umgangssprachlich Sauposten benannt. Das ist eine, da haben die Körnung ist etwas gröber, um es mal so auszudrücken, eine 8 mm, um genau zu sein. Kügelchen sind da quasi drin. Ja, wäre beides noch Schrot. Und hier haben wir ein sogenanntes Slug, ein Flintenlaufgeschoss. Wird auch gerne Brennecke bezeichnet. Das Flintenlaufgeschoss ist quasi ein großer Bleibatzen und dementsprechend definitiv kein Schrot mehr. Ja, einfach nur für die Unterscheidung. Und ganz nebenbei, falls es jemand interessiert, alles 1270 hier, was ihr da seht. Ja, klingt komisch, ist aber so. So, dann haben wir hier eine 9 mm, ganz normale Kurzwaffenpatrone. Ja, 9x19 eben. Hier nochmal eine Kleinigkeit, die auch ein bisschen besonders ist, eine sogenannte Pufferpatrone. Wird zu Übungszwecken zum Beispiel in scharfen Waffen verwendet. Einfach, wenn ich Abzugstraining beispielsweise machen möchte, um den Schlagbolzen etwas zu schonen. Ja, dann haben wir hier noch drei Langwaffenpatronen, die frühstücke ich relativ schnell ab. Das ganz links, das hier ist eine 308. Dann haben wir hier eine 762x54R Rand quasi, aber nicht Randfeuer. Ja, zum Zeigen, ja, ich habe hier quasi zentral meine Zündfunktion Rand, dadurch, dass hier eben einfach noch ein Rand aufgedrückt ist. Diese Art von Patrone wird immer weniger verwendet. Das bekannteste dürfte damit unter die 22 LFB sein, die halt zusätzlich über den Randfeuerzündung noch über einen Rand, einen Patronenrand verfügt. Ansonsten ganz interessant bei der 762x54R. Es ist das älteste militärisch genutzte Kaliber, das immer noch in Verwendung ist. Ja, und dann haben wir hier noch den Klassiker, die 8x57IS vom K98 beispielsweise. Eine sehr gängige Jagdpatrone. Jetzt könnte man ja meinen, jetzt sind wir soweit erstmal durch. Aber ich habe mir hier ein bisschen was noch gedacht. Ja, und zwar habe ich ja bei den Flinten bereits einige unterschiedliche, ich sag mal, Munitionssorten vorgestellt. Und die habe ich hier ebenfalls. Ja. Und zwar, wenn ich jetzt mal die 308 wegnehme, habe ich hier im Endeffekt eine kleine Steigerung an sich. Ja, und zwar die drei gängigsten Geschossformen. Einmal ganz klassisch das Vollmantelgeschoss, äußerst günstig, sehr beliebt, vor allem Sportschützen nutzen das halt, weil günstig und braucht man sonst nichts. Daneben haben wir hier jetzt eine Teilmantel, eben inhaltend im anderen Kaliber. Die Teilmantel ist hier dadurch da, dass eben der Mantel quasi zwischendrin fehlt und dann dass der weiche Bleikern ist, sorgt dafür, dass das Geschoss beim Auftreffen im Ziel besser aufpilzt und dann entsprechend einen höheren Schaden anrichtet. Ist hier ganz klar primär für den Jäger sehr wichtig, weil er möchte ja im Idealfall, dass das Tier tot ist, bevor es überhaupt gemerkt hat, dass es geschossen wurde. Und hier recht schlecht zu erkennen, aber doch, denke ich mal, zu erkennen, eine 9 mm in Holopoint. Das bedeutet, ja, sie hat hier erstmal eine Öffnung. Dadurch wird die ganze Wirkung nochmal deutlich erhöht. Und ja, die Patrone ist vor allem entwickelt worden als Mannstopp-Patrone und vor allem, um Kollateralschäden zu vermeiden. Ja, ihr müsst euch vorstellen, ja, auch eine 9x19, die ja gerne als etwas schwächer angesehen wird, oder auch andere Waffen. Eine Vollmantel fliegt vorne rein und hinten wieder raus, macht ein relativ kleines Loch und baut je nach Widerstand nahezu nichts ab an ihrer Energie. Und die Holopoint ist eben entwickelt worden, um im Ziel nahezu 100% der Energie abzubauen. Und zum Beispiel jetzt bei Polizeieinsätzen, ja, eine Geiselnahme beispielsweise oder eine Auseinandersetzung generell, ja, der Verbrecher wird beschossen, das Projektil bleibt in seinem Körper stecken und dahinter wird der unschuldige Passant entsprechend ja, nicht noch involviert, er wird nicht verletzt. Das ist quasi das Ziel und der Entwicklung hinter dieser
Geschossform. In Deutschland auch wieder interessant, vor allem für den Jäger, weil auch hier natürlich die Energie viel besser abgebaut wird im Wild und dadurch natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass man einen schönen Treffer hat, das Tier instant umfällt, natürlich deutlich besser gegeben ist. Für den Sportschützen eine nette Spielerei, kann man sich mal kaufen, kann man mal ausprobieren. Ihr werdet aber feststellen, dass treffertechnisch da nichts zu machen ist und es im Endeffekt eine Geldrausschmeißerei ist, weil die Munition kostet schon richtig gut Geld. Ja. Ja, damit bin ich jetzt mit meiner kleinen Auswahl durch. Was hier natürlich völlig fehlt, ist die klassische Revolverpatrone. Die kann ich euch aber leider nicht zeigen. Hintergrund ist relativ simpel. Ich besitze keinen Revolver, ich besitze auch keinen Unterhebel oder irgendeine andere Waffe, die eine Revolvermunition verwendet. Und ja, was ich nicht habe, kann ich euch logischerweise auch nicht zeigen. Aber mal schauen, vielleicht kann man das ja irgendwann mal nachholen. Aber als grobe Überblick, einfach um mal zu zeigen, dass Geschoss, Patrone leicht unterschiedlich ist und Patrone nicht gleich Patrone ist, sollte das jetzt erstmal grob genügen. Und ansonsten, falls Fragen sind, kein Problem, schreibt sie einfach unten in die Kommentare. Ansonsten, Abo wäre natürlich wie immer nicht, wäre natürlich nicht schlecht und ein Daumen hoch würde mich freuen.